Herzlich willkommen zurück zu Folge 37 meines State of Decay 2 Projektes. Wir sind hier in der Todeszone unterwegs. Eisfisch hatte gerade noch seinen Spaß mit einem Feral. Und wir sollen den spannenden Flüchtlingen Lebensmittel vorbeibringen. Das machen wir auch, aber wir wechseln natürlich vorher. Nach Eisfisch haben wir als nächstes Baker getroffen, obwohl Dotti braucht Erfahrung und ich glaube, da kriegt sie jetzt relativ leicht. Wir machen eine Kurzrunde mit Dotti. In der Zwischenzeit kann Eisfisch seine Infektion ausprobieren. Oh, Cardio. Was haben wir denn im Angebot bei dir? Wanderer, Akrobatik, Marathon. Sie ist Mountainbikerin. Akrobatik mag ich aber gar nicht. Wanderer, höhere Tragekapazität. Das heißt, wir könnten sie dann zumindest zum Looten oder sowas benutzen. Komm her. Kannst du mit deinem Mountainbiken Wandertouren unternehmen. Mountainbike so weiter. Nichtsdestotrotz rüsten wir uns standardmäßig aus. Könnte immer was passieren. Wo ist die Nebenwaffe? Ausrüsten. Lebensmittel, wenn ich nicht irre, haben wir Lebensmittel im Offside Storage. Haben wir nicht noch was im Auto drin? Nein, weil wir haben etwas nicht drin. Das ist der Benzinkanister. Und hatte recht. Der Bloater liegt immer noch. Der hat auch eine gefährliche Position. Den sieht man relativ spät, wenn man über den Hügel kommt. Gefällt mir eigentlich gar nicht. Take care. Lindsay. Da ist Lindsay. Okay. Was hat denn Marsch dazu zu sagen? Ich habe mich eben gerade gewundert. Komm, Ashton mit seinem Herumfurzen. Das ist... Sure thing. Helping out others is no way to keep us alive. Ja, aber wir können vielleicht Ashton rekrutieren. Mit herumfurzen. Ich spiele hier in der Todeszone und baue Scheiße. Also das ist... Naja. Das ist der Palzi. Das passt zu ihm. So, wir fahren mal darüber. Weil da sind definitiv Materialien. Mietlagerhalle eher unwahrscheinlich. Habe ich nicht gesagt, ich will nur einen kleinen Turn mit ihr machen? Ach, ich kann es bestimmt. Genau verkehrt. Auf die Fahrerseite muss ich ja schon.
Okay. Looks empty. Okay. Hängt ja halb, with a breaking news report. Halb im Kofferraum. Mysteriöser wandernder Händler. Könnte man sich auch mal ansehen. Ich glaube, wir haben... Breathe easy. No more creepers here. Ausreichend Einfluss, um tatsächlich mal zu schauen, was der zu sehen hat. Hey, I suppose it can be worse. Betonstahl. Würde ich nie benutzen, wiegt 8 Pfund. Ja. Würde ich schon benutzen, wenn ich nichts anderes hätte. Naja, Packsack mit Materialien. Die könnte man noch mitnehmen, die Pumpstation. Da sind Medis, brauchen wir Medis? Ja, Medis könnten wir auch brauchen. Dann fahren wir da noch hin. Hey, anyone? I need some help. Wir fahren da. Der Mysteriöse, der müsste ja ein paar Stunden da sein. Genau, 4 Stunden. I could use some help fighting Zeds here. Die Bande ist auch wieder dabei.
Munition, Lebensmittel oder Medikamente würden Sie bieten? Also Lebensmittel brauchen wir nicht. Da haben wir noch einen zusätzlichen Packsack im Officer, in dem Van, in dem Blutmobil. Medikamente sind auf der Karte. Take care. Vermutlich mehr vorhanden als Munition, auch wenn wir im Moment mehr Muni haben. Ich tendiere zu Muni. Ja, absolut. Goodbye. Ach, schade, ich hätte gerne noch mit ihm gehandelt. Naja, gut. Der Munitionssack. Da. Ich dachte, ich hätte ihn auf dem Rücken, aber. Das war falsch gedacht, Palzi. Finish off that one. Better luck next time. Das könnte die Medis sein. Hier. Dieser Schalldämpfer. Fast genauso gut wie groß wie die Waffe selbst. Tüte mit Zuckermais. Wer hat diesen Mist eigentlich gekauft? Ach, da liegt er. Ich habe die ganze Zeit schon gehört, aber das Geräusch wurde auch nicht lauter, deshalb war ich auch nicht in Panik. I'm not seeing any more of them. Let's head out. This place is picked over. Waffenüberreste. Gucken wir uns den Schuppen nebenan auch gleich nochmal an. Locked. I'm not seeing any more of them. Somebody better keep the damn mouth shut. Since we're speaking truth, I never liked you either. Okay, der hat sich getroffen, jetzt schweißt er. Der war ja mal gar nicht.
fast. Steig ein! There's more cobwebs in here than anything else. Ist der Feral schon weg? Oh, diese Blutung. Nachladen kannst du auch mal. So. So, war es das wert? Bestimmt nicht. Ethanol. Und Packung mit schwachen Zigaretten, die auf jeden Fall Krebs verursachen. Hör auf zu rauchen, Palzi. Ja. Nein. Doch. Oh. So, dann zurück zur Basis. Alles reinpacken und dann ausstatten in den mysteriösen Land. Ein Dackel oder mehr als einer. Jetzt dampfen wir schwarz, dann können wir auch gleich wieder reparieren. Munition sind 6. Die würde ich auf jeden Fall in Offside Storage erstmal reinpacken. Materialien können wir gebrauchen. Wir auch gleich auffüllen, sowohl Treibstoff als auch Toolkit. Treibstoff. Toolkit. So how are we all gonna pick a leader? Do we vote or fight to the death? For what? Wir brauchen keinen Führer. So. Klar ist, Eisfisch halt ein Rand. Geht auch ohne. Doch. Es könnte demnächst wieder eine Belagerung anstehen, obwohl eigentlich eher nicht. Die Übertragung starten wir. Wir müssen im Moment nichts herstellen, wofür wir Strom brauchen. Also sehe ich nicht ein, dafür Treibstoff rauszuwerfen. Andererseits, wenn der Strom läuft, produziert die Werkstatt Materialien. Apropos Materialien. Wir könnten jetzt die Lounge aufwerten, hätten dann aber nur noch ein Material. Das ist zu wenig, von daher ein Packsack muss auf jeden Fall noch rein. Dotti war ja nur Zwischenstation, nach Eisfisch ist Bacon. So. I just need a little rest. Genau, Dotti, leg dich mal hin. Können wir verkloppen. Die
würde ich gerne behalten, obwohl, ja, 3 ist gerade noch okay. Mama anrufen, Tüte mit Zuckermais. Jetzt haben wir 2-mal Axel Deodorant, da können wir aber einen von wegschmeißen. Denn ein Deo-Stift für 5 Personen ist ausreichend. Ne? Das kann weg. Ja, wir können aber zumindest... Was kostet das denn jetzt? 22er? Kostet 5? Das kostet alles 5 Muni. Und 9 Müll brauchen wir. Aber mache ich nicht jetzt. Beim nächsten. Nein, sonst vergesse ich es. Einmal 9 mm herstellen. Davon hatten wir kaum noch. Aber was ich eigentlich wollte, ist Waffenüberreste verwerten. Wenn wir ein paar erstmal wieder 4-stellig sind. Denn die habe ich hier gerade gesehen, deshalb fällt mir das ein. Was können wir noch verkloppen? Also, Handwerkerbuch auf jeden Fall. Versorgungshandbuch. Würde ich mir einen Versorger gönnen? Nein. Obwohl, unter Umständen. Gartenbau, Medizin, Chemie. Die heben wir mal auf. Wir noch irgendwelche kleinen Waffen weg können. Kannst mal das kaum. Rettungsmesser. Ja, jetzt haben wir 3 kleine, das ist okay. Wir haben eh schon wieder zu viel, müssten eigentlich mal wieder salvagen. Kann ich auch, wenn ich wieder da bin. Wir suchen jetzt einen mysteriösen wandernden Händler. Ein Auto mit Türen hatten wir ja schon 13 Folgen lang nicht mehr. Nee, so lange haben wir den Impaler gemacht. Den Fehler. Vlad. Der liegt in der Kurve wie ein Brett. Also, als würde der auf Schienen laufen. Fangen wir doch mal hier an zu gucken. Da ist sogar ein Wohnhaus. Das ist vielleicht sogar wahrscheinlicher, dass er da ist. Hello. Vielleicht ist er aber auch einfach da. Doch noch getroffen. Hallo Shirley. Wie geht es? Alles okay bei dir? Let's just take a look, see. So, das. Das Buch ist für 85 weggegangen. Hervorragend. Weniger Aufmerksamkeit. Let's just take a look, see. Sure. Munitionspresse für schwere Waffen brauche ich nicht. Benutze ich niemals. Die Mono Gear X ist klasse, aber für 300 nicht wert. Wir haben nur knapp 2,7. Oh, die B50 FG. Aber ihr seht, was das Ding kostet, ne?
Es verschießt 50er Munition aktiv. Niemals einsetzen. Bloß nicht. Aber wenn man das jemandem gibt, der gerade Wachdienst hat, dann ist das natürlich eine Bank. Ne? Wenn dann ein Juggy ankommt, dann 1A Qualitätsbum-Bum, wie ein Kumpel von mir. Ein Frumpel, ein Freund und Kumpel von mir gerne mal sagt. Die Defco ist auch klasse. Das ist eine Schrotflinte mit 30 Schuss. Oh, aber ich benutze kein Schrot. Schweres Aufwertungskit. Damit kann man Autos aufwerten. Passagier-Vans und sowas. Steht das hier dabei? Welche noch? Da, Royal, Taxi, Streifenwagen, Pilatus, Ranger. Da könnten wir einen Ranger aufwerten. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Eine Ranger SUV, in was ist der denn aufgewertet worden? Ranger SUV, in den Smashwagon vielleicht? Könnte sein. Lohnt sich das? Wir haben 500 Einfluss. Für die nächste Basis da unten, da müssen wir sowieso irgendwie 3 Seuchenherzen wegmachen. Brauchen wir 3,5, aber das, bis dahin haben wir das zusammen. Zumal wir immer brav Quests machen. Mach doch mal weniger Quests und mehr Seuchenherzen, Palti. Ja, nein, doch. Oh. Wo war ich? Smashwagon. Ich würde es gern ausprobieren. Das Ding kostet 500. Komm, nimm mit, pack ein. Ja, dann haben wir hier Trainingsanleitungen, um Skills neu zu trainieren. Waffenüberreste sind fertig. Dann mach mal gleich den nächsten Batch, bitte. Du warst Wanderer. Man kann da eine beliebige Spezialisierung, also eine von den 4 wählen. Oh. Ja, ich schmeiß ja schon den Strom an, Leute. Man könnte mit dieser Anleitung sie zum Beispiel. Sure. Das ist ja die Kampf. Wir brauchen die Tornanleitung. Dann könnten wir Kraftpaket lernen mit ihr. Starke Schmerzmittel brauche ich nicht. Was ich jetzt überlege ist. Die B50FG ist natürlich der Hammer, ne? Oh. Aber 1500 ist es mir die Sache wert. Das hier ist keine permanente Community. Nein. Nein, mache ich nicht. Bin vernünftig. Wir haben das Aufwertungskit, lass gut sein. So, ja, hast du nicht gesehen, Zombie, wa? Der Wagen war gut versteckt da in der Garage. Ich sage, er wird zum Smashback.
So, nützt nichts, wenn man das im Inventar hat. Das muss tatsächlich im Schließfach liegen. So, kontrollieren, ist da noch was drin? Nein, Tank ist auch relativ leer. Und dann geht man dahin, sagt Auto verbessern. Ja, Special wecken. Und hat ein brandneues, repariertes Auto. Oh, sieht auch cool aus. Ich glaube, der hat 7 Slot hin. Ja. Und, oh, er kommt mit Toolkits. Naja, wunderbar. Würde ich aber trotzdem nicht benutzen. Ist auch Offside Storage jetzt. Vielleicht bei einer Loot-Tour. Obwohl bei einer Loot-Tour. Wir haben so oft die Dackelbande, dass ich das auch nicht riskieren würde. Bleibt jetzt. Ich habe einmal den Fehler gemacht mit dem Bandito da. Und da ist Cody gestorben. Das muss nicht sein. Das riskiere ich nicht nochmal. So, nimm deine Arktik. Kannst du auch ablegen und dann sollten wir aber auch schnell auf Berlin wechseln. Die Erfahrung von einer Belagerung besser brauchen als du. Nein, und wir schreien auch viel rum dabei. So, Muni. Feuer und ein paar Bömmchen. Normalerweise auch solchen Heilmittel. Eisfisch, warum gehst du da raus? Genau, kümmere dich mal lieber um den. Inzwischen geht's. We are not going to let up. Not for a moment. So, jetzt haben wir auch was solchen Heilmittel. Das war wieder 1A geschossen. Jetzt hast du auch noch die anderen angelockt, falls sie, dass sie wieder Jut hinkriegt. That's a screamer. Wo ist der Screamer? I think we can all breathe now. Ach, da hinten. Ja. Dotti, wie viel hast du denn jetzt? Ach, sie ist schon Heldin. Super. Ja, liebe Leute, das war doch schön. Mir hat Spaß gemacht. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer darüber freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, euer Halt sie.